es geht um die ganz Bösen, nicht um unsere lieben Kunden, sondern um die, die man, ja, wo man lange hingearbeitet hat, viel Vorarbeit geleistet hat, viel geschrieben hat und dann kommt nämlich original nix. Ja. Genau. Und es geht einem tierisch auf die Nerven. Richtig. Das Problem dabei ist ja, dass man sich es erstens selber nicht erklären kann und zweitens muss man wissen, wie man damit umgehen soll. Ja. Also wie geht man damit um, dass man nicht mehr gefragt ist und nicht mehr angerufen wird und nicht mehr angeschrieben wird. Und ich meine, dann hat man vielleicht sogar die letzte Rechnung geschrieben und man weiß, dass derjenige mit einem noch wahnsinnig viel machen möchte, aber es kommt Stille. Ja, und du fragst dich einfach, warum zum Teufel antwortet der nicht, ne? Wenn du irgendwie schreibst über WhatsApp oder so, siehst du ja sogar noch, dass er es gesehen hat. Aber es kommt nichts, ja? Und du sagst ja, was ist los? Also, ja, und vor allem, wie reagiere ich dann? Ja. Ich meine, am Anfang sagt man, okay, Geduld haben. Da bist du ja Profi drin. Ich nee, überhaupt nicht. Geduld finde ich eigentlich völlig überbewertet in dieser Branche. Also wissen wir, ob es in einem Jahr noch die Medien gibt oder ob die irgendjemandem zum Opfer gefallen sind. Also man weiß es nicht. Warum soll man warten monatelang, wenn man auch ungeduldig ist? Ja, das finde ich ja das Schöne dabei, dass wenn du jemandem einen Vorschlag gemacht hast, bevor du es ihm geschickt hast, willst du eigentlich schon die Antwort Ja haben oder zumindest eine Antwort haben. Ja, so ein gewisses Mitdenken kann man verlangen vom anderen und ein gewisses Antizipieren. Also das ist, ja. Du lässt ihm kaum Zeit, was zu lesen, bevor du nicht schon beleidigt bist, dass er nicht reagiert hat. Ich weiß, das verstehe ich auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich ja derjenige, der dann sagt, ruhig, Brauner, lass uns mal warten. Und das kann eben auch mal ein Tag sein, das kann auch mal zwei Tage sein. Aber zwei Wochen der Tat sind dann zu viel. Und ich meine, es geht ja nicht nur darum, wann sagt man was, ja? wie viel Zeit lässt man vertreiben, bis man reagiert, sondern wie reagiere ich auch? Ja, das ist genau die Frage. Was machst du, wenn du eigentlich ja an einem Punkt warst, in irgendeinem Gespräch, Vorgespräch, irgendwelche Treffen, Konferenzen, Zoom-Meetings, wo es hieß, ja genau, bitte mach das, dann lieferst du zum Beispiel ein Konzept oder ein Angebot oder sonst wie. Und was sagst du dann, wenn nichts kommt? Schreibst du, ey, ihr Penner, warum meldet ihr euch nicht? Wir haben euch doch genau das gemacht, was ihr euch gewünscht habt, oder schickt man ein paar Blumen oder sagt man, komm, wir machen eh was ganz anderes und kümmern uns nicht mehr um die. Wie reagiert man? Sag mal was. Hier. Naja, Blumen wäre vielleicht zu viel. Das würde man fast als Schleimertum wahrscheinlich empfinden als Kunden. Ja. Aber ja, die Frage ist, rufe ich ihn an? Schicke ich eine WhatsApp? Okay. Schreibe ich ihm eine E-Mail? Schreibe ich ihm einen Brief? Ja, dann sag mal, was ist ein Brief? Brieftaube irgendwie? Ich glaube eher, das kommt auf den Kunden drauf an natürlich ein bisschen. Aber ein paar generell würde ich es eher so fragen, wenn ich jetzt nochmal das umdrehe und sage, ich bin der Kunde und ich will definitiv mit jemandem was machen und melde mich aber nicht, weil ich gerade im Brass bin und total beschäftigt mit vielleicht der Kernaufgabe, für die ich überhaupt engagiert worden bin und habe den zwar im Blick, aber ich habe jetzt halt keine Zeit für ihn und meistens sind viele Leute so, dass sie dann leider sich gar nicht melden, anstatt einfach zu sagen, weißt du was, in zwei Wochen melde ich wieder, okay, jetzt also habe ich keine Zeit. Meine Variante, ihr Kackbratzen, warum sagt ihr nicht Bescheid, ist nicht gut. Nee, die lassen wir mal außen vor. Klar. Das können wir dann machen, wenn wir den Kunden nicht mehr wollen. Okay, gut. Ne? Sondern wie willst du angesprochen werden? Also da kommt es wahrscheinlich am besten gar nicht. Wenn jemand sich nicht mehr meldet, dann will der wahrscheinlich. Oder meinst du, die sind eben in ihrem Ablauf, in ihrem Stress, in ihrem täglichen Business und vergessen sowas? Vergessen die das? Oder? Ja, nee. Und vielleicht sitzen die auf einem ganz schlechten Gewissen gerade drauf und wissen die nicht, wie sie aus der Sache rauskommen. Beziehungsweise wie sie überhaupt reagieren. Und dann reagieren manche Menschen überhaupt nicht. Ja gut, aber du kannst ja nicht einen Beichtstuhl hinschieben und sagen, so jetzt erleichtere dein Gewissen. Es geht auch nicht. Ja. Nee, aber ich überlege mir tatsächlich dann, wie würde ich das machen, wenn ich in dieser Situation wäre. Und da sage ich, glaube ich, am liebsten, dass mir jemand was schreibt, als dass er mich anruft. Weil wenn er mich anruft, kann ich mich nicht vorbereiten. Aber geht es dir auch so, wenn du mal so Mails kriegst, wo du eigentlich denkst, das will ich gar nicht aufmachen, weil da steht jetzt bestimmt was drin, wo ich mich dann noch schlechter fühle und dann guckst du so mit halbem Auge hin, was schreibt der? Aber trotzdem würdest du sagen,
Bei einer WhatsApp hast du ja eine Vorschau. Die meisten haben die Vorschau ja eigentlich eingestellt bei sich. Also du siehst, das ist der Markus und du siehst, da hat er, und du siehst ja die ersten 2, 3 Zeilen, dann weißt du eigentlich schon, wie es ist. Und wenn diese ersten 2, 3 Zeilen, finde ich immer ganz wichtig, persönlich sind, ja. Vor allen Dingen, sagen wir mal, in der ersten Zeit, wo keiner reagiert. Nein, okay. Dann fühlst du dich ja schon, okay, alles klar, ja, ich muss jetzt mal. Ja. Aber du hast ja nun die Handynummer oft von den wirklich nur engen Kontakten und da weiß man ja auch, warum sich jemand vielleicht nicht meldet. Aber so mittelgute Kontakte, wo du nur die Mail hast, ja, hast du keine Vorschau, ne? Bei dem ich nur die Mail habe, ist das wirklich kein mittelguter Kontakt. Da habe ich wenigstens ein Festnetz auch oder irgendwas. Oder eine Sekretärin, die ich anrufen kann, oder? Ja, schon. Aber du hast ja gemeint, irgendwas Schriftliches formulieren, lieber als anrufen, ne? Ja, und ich meine, da kommt es auch wieder auf den Kunden drauf an. Ich meine, ich habe schon alles versucht. Ich meine, ich habe von Guilty Making bis hin zu, ja, tatsächlich Schleimen, bis hin zu... Hast du Schleimst auch manchmal? Ach Gott, wenn es nötig ist, für Geld tue ich alles. wenn's der Sache dient, dann schleime ich vielleicht sogar auch. Aber das tue ich eigentlich nicht gerne, weil ich finde eigentlich, dass das Authentische das Wichtigste ist. Und authentisch ist es eigentlich nur zu schreiben, hallo, ich bin da, ich bin... Jetzt zwar ein bisschen traurig, dass du nicht reagierst. Ich kann verstehen, dass du viel zu tun hast, aber bitte melde dich doch in irgendeiner Weise, damit ich weiß, dass es nicht an mir liegt oder an uns liegt oder an Gary Glotz liegt, sondern es nur an Zeitmanagement im Moment gerade das unmöglich macht. Das ist ja alles, was du willst, weil dann bist du beruhigt. Ja, ich meine, wobei, da gibt natürlich auch manche, die dann darauf reagieren und sagen, ja, in der Tat, ich habe mir viel zu tun. Und dann denken sie, okay, da brauche ich 3 Wochen Vorlage, jetzt nicht mehr mich. Eine Vorlage willst du ja nicht liefern. Du willst ja irgendwie schon den anderen ein bisschen in die Pflicht nehmen. Und ich finde schon, man darf die Leute beim Wort nehmen. Und wenn jemand sagt, ich melde mich innerhalb der nächsten 2 Wochen, dann hat man ein Recht, das nicht zu klagen, aber einen zu fordern. Ja? Nicht zu streng sein, weil es gibt ja dieses Bild für mich, ist, wenn man so auf dem Tightrope spazieren geht. Man kann links oder rechts runterfallen. Links ist, wenn man... Du mit deinen englischen Begriffen. Tightrope. Was ist denn das? Ja, ich bin halt Dingländer. Ja. Dingländer. So, also, weißt du, der Typ, der zwischen 2 Türme gegangen... Auf dem Drahtseil. Drahtseil. Okay. Es ist ein Drahtseilakt. Mhm. Ja? Weil, fasst du jemanden zu sanft an, ja, denkt er, ach, alles gut, ich kann den noch auf die lange Bank schicken. Nimmst du jemand zu hart ran, ja, auf der anderen Seite, wird er irgendwann so frustriert und beziehungsweise irgendwie so genervt, dass er dann sagt, weißt du was, leck mich am Arsch, Jungs. Das muss man rausschneiden, Arsch. Das darf man hier nicht. Ja, piep, leck mich am Piep. So, ja. Genau, ich will mit euch nichts mehr zu tun. Ja. Und dann kann aber sogar schnell einfach nur eine Absage kommen, ja. Und die mehr oder minder uns dann definitiv zeigt, dass die nichts mehr mit uns zu tun haben möchten. Obwohl es wahrscheinlich vorhatte, nur jetzt so genervt ist von dem Nachfragen, dass er jetzt sagt, weißt du was, dann sage ich lieber tschüss. Oh, das Essen ist da. Dankeschön. So. Das hieß wohl guten Appetit. Oder haltet mal die Klappe, ich will nicht, dass hier immer 2 Typen rumhocken, die über die Medienbranche erzählen.